So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Silber in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir den zweiten Arenaleiter Kai, der eigentlich Käfer-Pokémon haben sollte, besiegt. In unserem Falle hatte er Feuer-Pokémon mit dem Glurak, was aber relativ schmächtig war. Und nun geht es einfach weiter und mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall in Richtung Steineichenwald. Und ich weiß, dass wir vorher aufgehalten werden, genau. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha, hör auf zu lügen. Du machst keine Witze. Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Ich probier's. Jetzt hat er irgendwie, weiß ich nicht, Mewtwo Level 100. Nee, Spaß. Ein Dratini hat aber, okay. Dratini finde ich interessant, aber da haben wir eine Antwort drauf. Die ist zwar nicht Haze, aber wir haben eine schöne Antwort auf Drachen-Pokémon. Die nennt sich Coolidge. Unser liebes kleines Quiekel. Ich mag Quiekel. Vor allem, weil wir damit auch eine Antwort auf Drachen-Pokémon haben. Ist es umso cooler. Wunderbar. Das Dratini sollte... Oh. Das Dratini sollte eigentlich schneller platt sein, als ich dachte, aber okay. Pulverschnee bringt anscheinend nicht ganz so viel auf gleichem Level, aber naja. Gut, alles gut noch, alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen. So, ja, er macht einen Wickel weiter. Wie gesagt, als nächstes fliegt vermutlich Haze aus dem Team im schlimmsten Fall, aber kommt drauf an, was wir bekommen im Steineichenwald dann. Weil, ja, der kann halt nicht viel, der kriegt noch Biss. Man könnte ihm halt so Toxin und sowas per TM beibringen, aber so viel kann er dann trotzdem nicht. Und Arbok ist halt relativ cool, aber irgendwie in der zweiten Gen noch immer ziemlich nutzlos. Duflor können wir auch eigentlich mit... Oh scheiße, das war vielleicht gar nicht mal die beste Idee. Das Ding ist ja auch ein Pflanzen-Pokémon und ich bin ein Boden-Pokémon. Da sollte ich, glaube ich, gleich mal tauschen eher. Nicht, dass hier noch irgendeine Scheiße passiert. Ich weiß zwar nicht, was der könnte, aber ist auch egal. Da wechseln wir lieber mal zu Monroe. Ich denke mal, mit seinen Pflanzenattacken sollte er mir hier relativ wenig Schaden verursachen können. Aber ich glaube halt, Eis wehrt Pflanze nicht ab. Und Boden ist halt schwach gegenüber Pflanze. Von daher, Safety first, ne? Safety first. Wunderbar. So. Okay, ja gut, irgendwie ist das ganz schön enttäuschend, was für einen Schaden meine Pokémon momentan machen, aber gut, ich glaube, das ist auch Level 16, ne? Das Pokémon hier, und solange der brennt, ist mir das eh alles scheißegal, so ist relativ wurscht, ob der sich hochheilt wieder, weil wir ihm regelmäßigen Schaden machen. Und da ist auch noch ein Crit drin, und somit ist das Olle Duflor auch down. Wunderbar, Level 14 von Monroe. Coolidge erreicht kein Level ab. Und was kommt noch? Noch ein Dratini. Also war jetzt ein bisschen enttäuschend ist das schon. Naja, gut, wechseln wir wieder zu Coolidge. Dann haben wir hier einen Monroe-Coolidge-Doppelfight gemacht quasi und alles schick. Der sollte auch nicht viel mehr können als Wickel. Dratini kann halt am Anfang noch nicht viel mehr als Wickel. Und jetzt kommt gleich die Drachenwut, ich seh's kommen. Es gibt, glaube ich, noch keine Drachenwut in dieser Gen, oder? Hoffe ich. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube nicht. Ja, komm, Silberblick mich zu Tode, das ist okay. Nein, Silberblick mich bloß nicht zu Tode, dann hau ich dich. Die Paralyse ist halt ein bisschen... Meh. Die Paralyse geht mir ein bisschen auf den Zeiger, aber naja, alles noch in Ordnung, alles noch im Rahmen. So, noch einmal Pulverschnee und das Dratini ist auch weg. Wäsch vom Fenster. Das alle Dratini hier. Ja, Pulverschnee, dankeschön. Wunderbar. Damit ist der Dratini auch weg vom Fenster. Und Coolidge und Mongo haben diesen Kampf solide zusammen gemeistert. Nutzlose Pokémon. Hey du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Ach ja, dieser Typ, ich hasse Schwäche. Pokémon, Trainer. Es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber Triste auf einen allein ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung.
Ach ja, hier war der Rivale noch ein richtig schönes Arschloch. So muss das sein. Nicht so ein siebte Gen-Schwächling wie Tali hier, der so, ach ja, ich bin der nette Nachbar von nebenan. Ich nehme sogar das schwächere Starter-Pokémon. Ich will dich besiegen, also nehme auch das stärkere Ding. Nicht so ein Lappen wie Tali oder hier der aus Let's Go, der ebenfalls das Schwächere genommen hat, beziehungsweise, nee, der hat, weiß ich gar nicht, was der hat, ist mir auch wurscht. Was sagt die Dame denn? Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten, der Schutzpatron ist übrigens ein Celebi. Vorsicht, verlaufe dich nicht, der Steineich im Wald ist groß. Naja, geht so. Schon Größeres gesehen. Erstmal ein Trainer hier, ach nee, doch nicht. Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit dem Zerschneider Bäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Oh nein, wie schrecklich. Das ist ja tragisch. Bist du Porenta? Hallo Porenta. Das ist das verschollene Pokémon. Porenta, quack. Zur Lauchzolot. Nein, das ist Porenta. Quack. Ja, wir müssen es irgendwo in die Enge treiben, ne? Irgendwie so war das. Ist ja wurscht. Wir können, glaube ich, auch keine wilden Pokémon auftauchen. Erst eher ist er kein Gras an sich. Ist ja auch nicht wie eine Höhle. Beleber, toll. Ein nutzloses Item für uns. In unserem Fall ein nutzloses Item. Dass Porenta übrigens wahrscheinlich kämpfen will. Ach, hier kämpfen ja doch Pokémon. Okay, das wusste ich gar nicht. Kokuna. Na gut. Dann ist unser Routen-Encounter ein Kokuna. Wenn ich es besiege, ist es mir auch egal. Sorry, aber das ist mir dann auch wurscht. Weil, ich mag zwar Vibor an sich, aber Vibor hatten wir auch schon mal. Vibor hatten wir letzte Nuzlocke schon. Von daher, ist halt so eine Überlegung, das einfach nicht mitzunehmen. Aber falls wir es doch mitnehmen sollten, kann ich ja schon mal einen Namen raussuchen. Ich weiß nicht so ganz. Ich bin irgendwie sehr unzufrieden mit dieser Pokémon-Auswahl. Die letzten 3-4 Encounter waren alle sehr, bis auf Quieke halt, sehr unzufrieden. Mit dem war ich allen sehr unzufrieden. Naja, was soll's? Ich sollte jetzt zwei Wickel noch ein. Schauen, wie lange es überleben kann. Gut, durch Herdner noch ein bisschen länger. Harding wäre ein passender Name. Weil es halt als Kokuna gefangen wurde, weißt du? Hehe, Harding. Härtner, Harding. Ja, das passt. Mal schauen, ob sie überhaupt drin bleiben will. Wenn nicht, ist es mir egal. Es kann halt noch 2-3 Mal Härtner einsetzen. Und das wird noch ein paar Mal vom Wickel erfasst. Und dann sollte es mir auch egal sein. Ich werde jetzt maximal 3 Bälle werfen, weil alles andere ist mir Kokuna echt nicht wert. Sorry, aber... Ja, einen Ball werfe ich noch und dann lasse ich es bleiben. Einen Ball werfe ich noch. Danach lasse ich es bleiben, weil... Wozu? Da wir Kokuna schon mal hatten, beziehungsweise... Ja, da wir Kokuna beziehungsweise Ding schon mal hatten. Bibor. Aber als Backup ist es halt echt nicht so schlecht. Ich setze nochmal einen Wickel ein und schau mal, wie weit es überlebt quasi. Das ist zumindest im roten Bereich. Ich weiß nicht. An sich schon nicht schlecht, aber zumindest ein Bibor zu haben, wäre nicht das Allerverkehrteste. Von daher hätte ich es doch schon ganz gerne. So als Backup, falls wirklich jemand sterben sollte, weil wir haben jetzt auf der Box Pipi und Pummeluff und die sind zwar beide okay, aber halt keine Sweeper, die sind eher Verteidigungswesen so. Von daher nehmen wir es mit. Es befindet sich in einem Zwischenstadium. Sein Körper wird immer weicher und seine Schale härter. Wunderbar. Haring, wie gesagt, das passt ganz gut irgendwie. Haring passt zu Kokuna einfach wie die Faust aufs Auge, dann zu Bibo zwar nicht mehr ganz so, aber dann wissen wir wenigstens, dass wir es irgendwann mal als Kokuna gefangen haben. Und nicht als Hornliu. Nein, ach, toll. Da fehlt ein G. Aber ist egal. Ist nicht so schlimm.
So, aber jetzt müssen wir das Porenta fangen. Bitte ohne weitere Unterbrechungen hier. Was hätten wir noch bekommen können? Okay, Safcon wäre im Prinzip das gleiche in grün gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Smeppo ist dann doch die schwächere Wahl statt Bibor. Smeppo mögen zwar viele mehr wegen dem Anime, aber er ist schlichtweg doch die schlechtere Wahl statt Bibor. So grundsätzlich. Naja, aber was soll's. Was soll's? Wir fangen jetzt Porenta hier bitte an. Ich weiß gar nicht, das Porenta müsste kämpfen wollen dann auch. Quack. Ich weiß auch gar nicht, wo wir das Porenta in die Ecke treiben können am besten. Oder am dümmsten, besser gesagt. Irgendwo können wir es auf jeden Fall in die Enge treiben. Naja, jetzt flüchtet es zu dem Typen, zu dem es hin soll. Genau. Genau, wir treiben es genau in die richtige Richtung. Wunderbar. Wunderbar gemacht. Ja, Raubi, wow. Well, brauchen wir auch nicht. Wir dürfen eh nichts mehr fangen, von daher, warum sage ich, brauchen wir auch nicht. Ist er wurscht. Hallo. Ah, mein Porenta, du hast es für uns gefunden, Kleiner. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Na genau, nimm dies. Eine wunderbare VM, ich hasse VMs, aber ja. Diese VM enthält Zerschneider. Bringen Sie ein Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Benötigen Sie noch den Orden aus der Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Oh, es ist ja eine Encounter-Rate hier, die mir mächtig auf den Zeiger geht, du. Ja, aber naja, was soll's. Eine Encounter-Rate wie in einer Höhle. Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchten mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Okay, ich dachte, das Porenta will kämpfen, aber will's gar nicht. Ich hätte gedacht, aber dann doch nicht. Na gut, haben wir irgendwie... Nee, Schutz gab's noch nicht, wa? Aber gut, ich muss eh in den Beute. Ich wollte ja die VM einsetzen. Was heißt, ich wollte? Ich muss. Ich hoffe, die kann irgendwer lernen. Cleveland, na gut. Wenn mir nichts anderes übrig bleibt, muss es halt für Cleveland machen. Na gut, aber Cleveland lernt anfangs jetzt eh nicht so viel. Statt dem Wachstum. Ja komm, Wachstum kann weg. Haben wir immer eine Normalattacke noch als Recovery auf Cleveland. Ja, aber sonst, naja. Gut, einmal zur Schneider einsetzen, einmal die Animationen sehen bitte hier. Wunderbare Animationen. Ey, was ist denn das? Was ist denn diese Encounter Rate? Das ist schrecklich. Also wirklich. Das ist unfassbar. Schlimmer als in jeder Höhle. Steineichenwald schreien. Er wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Namens Celebi. Genau. So, gehen wir weiter durch den Steineichenwald. Der Steineichenwald ist so dicht, dass man den Himmel nicht sehen kann. Halt Ausschau nach verlorenen Gegenständen. Oh, ist das eine Kotze. Ist das schlimmer als jede Höhle. Ich dachte, das wäre ähnlich wie der Vertania-Wald, wo du auch nur durch Grasbüsche hier Encounter hast, aber... Nee. Das Spiel denkt sich so, nee. Lass mal erstmal bleiben, ne? Was sind sie da unten für einer? Ach, der gibt mir eine VM, eine TM, ne? Eine ganz gute TM müsste er mir geben, wenn der so an dem Baum da steht und auch so etwas besonders aussieht. Fluffluff sieht immer noch sehr merkwürdig aus in dieser Gen. By the way, Fluffluff sieht so unproportional aus irgendwie. Also, ich weiß nicht, so voll der fette Körper, dann irgendwie so voll das kleine Gesicht. Bisschen merkwürdig, aber naja, was soll's. Jetzt verpiese dich, Kokuna. Verpiese dich. Dankeschön. Ich hätte gern Schutz, aber ich glaube, man könnte auch noch keinen kaufen, oder? Komm, haben wir welchen kaufen? Wenn ja, dann tut's mir leid, dass wir das jetzt hier zusammen durchstehen müssen. Schrecklich. Schrecklich durch den Steineichenwald hier. So, aber ich hätte gern Kopfnuss. Ich will allen Bäumen hier Kopfnuss verpassen. Nee, Quatsch, aber halt, es gibt die TM Kopfnuss bei dem Kerl dort unten in der Ecke und die ist gar nicht mal so verkehrt. Die ist einigermaßen stark so für den Beginn. Ganz gute Normalattacke halt und man kann sie gerne einsetzen. Was ich mache? Ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu schütteln. Das macht Spaß, probier es doch auch einmal. Ja, TM2, wunderbar. Ich glaube, in dem Remake kann man den sogar immer wieder ansprechen.
Nur zu kopflos, um Bäume zu schütteln. Manchmal fallen schlafende Pokémon herunter. Ich glaube, das können Tanzer oder Griffel sein und ich hätte ganz so gerne einen Griffel in dieser Nuzlocke. Das wäre wunderbar. Ich glaube, das wäre das Beste, was passieren könnte, wenn ich einen Griffel bekomme. Weil Griffel ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Und ab der zweiten Gen gab es Griffel. Von daher wäre es so wunderbar. Aber ich glaube, ich kriege keinen Griffel. Falls ich doch eins kriegen sollte, dann ist das ein Träumchen. Aber dieser Traum wird wohl ein Traum bleiben. Aber egal. Egal. Oh, ich glaube, wir sind raus aus dem Steinechenwald. Danke. Ein Glück, ey. Hast du den Schrein gesehen, der dem Schutzpatronen huldigt? Er wacht über den Wald aus einer anderen Zeit. Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ja, Celebi ist Pflanzerpsycho. Oh Süßer, du erstellst deinen Pokédex. Das muss schwierig sein, wenn du keine Pokémon triffst. Versuch es mit dieser TM. Was? Lockduft? Nehme ich an. Sie enthält Lockduft, ja. Benutzt sie dort, wo Pokémon auftauchen. Pokémon werden von dem Duft angezogen. Ja, vollkommen Schwachsinn. Ich zum Beispiel Bo. Ja, vollkommen Schwachsinn. So, das müsste Route 34 sein, ne? Da haben wir auf jeden Fall noch kein Pokémon. Ja, das ist Route 34. Dann können wir ja ein weiteres Pokémon fangen. Vielleicht Griffel? Das wäre jetzt zu schön, wenn ich einfach einen Griffel bekomme, einfach weil ich davor darüber geredet habe. Okay, Hubbeluff. Wir haben schon einen Hopspross, von daher ist es Dupes Claws. Daher darf ich nochmal weitersuchen. Das zählt nicht. Das zählt nicht, weil wir Hopspross schon haben. Sobald wir eins aus der Entwicklungsreihe haben, zählt es. Wir kriegen ein Lavita. Wir kriegen ein verdammtes Lavita. Danke, Spiel. Danke. Es bloß nicht besiegen. Wir kriegen ein Lavita. Okay, ich muss es aber irgendwie schwächen. So wird das nichts. Scheiße, ich habe viel zu wenig Bälle. Ich habe viel zu wenig Bälle für Lavita. Ich muss es irgendwie super doll runterschwächen. Ich muss es super doll runterschwächen. Ich weiß nur noch nicht wie. Dodo, nee. Coolidge, ne? Ich glaube, Feuerattacken sind halt nicht effektiv, von daher. Aber halt ein bisschen stärker als Wickel und von daher müssen wir irgendwie damit arbeiten. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das schwächen soll. Auf jeden Fall schläfe ich es dann noch ein mit Dings. Mit Cleveland. Weil das wäre mir wichtig. Ich werde jetzt auch meinen Monroe hochheilen, weil ich Angst habe. Aber ich will das Ding unbedingt haben. Also Lavita ist ein Muss. Da fliegt Haze sofort raus, sorry, aber sobald wir das nächste Pokémon-Center erreichen, fliegt Haze dann raus, wenn wir jetzt Lavita bekommen. Tut mir sehr leid, Haze, aber so ist es nun mal. So ist es nun mal. So ist das Leben. So, ich werde noch einmal mit Glut angreifen, dann werde ich es einschläfern. Sandsturm kannst du von mir aus machen. Ist eigentlich relativ wurscht. So, wehe du krittest jetzt, Mondo. Wehe du krittest. Okay, danke. Das ist gut. Jetzt werde ich es gleich einschläfern. Mit Cleveland, bitte. Normalattacke sollte ich da jetzt auch nicht mehr mit Cleveland drauf machen, oder? Da habe ich zu sehr Angst, dass es dann nicht, dass es dann zu viel ist. Schlafpuder ist gut, da schläft es erstmal, das ist gut. Oh mein Gott, das wäre so ein Träumchen, ein verdammtes Lavita zu erhalten. So, und jetzt werfe ich einen Superball. Bitte bleib drin, bitte bleib drin, bitte bleib drin. Lavita. Lavita, bleib bitte drin. Ein weiterer Superball. Es hat schon dreimal gewackelt. Das ist schon okay. Lass dir Zeit. Lavita, bitte. Hab ich noch irgendwas richtig Schwaches? Ich habe einen Tackle auf Coolidge, ne? Habe Tackle auf Coolidge. Okay, wir tauschen zu Coolidge und machen einen Tackle. Kannst weiter schlafen, das ist gut.
ein Tackle. Okay, vielleicht zwei Tackle. Vielleicht noch einen zweiten Tackle. Okay, okay, okay. Jetzt aber nichts mehr. Jetzt reicht's. Jetzt greife ich nicht mehr an. Jetzt greife ich auf keinen Fall mehr an. Jetzt muss er drin bleiben. Jetzt muss er bitte drin bleiben. Bitte, bitte bleib drin. Ich meine, wir haben dann noch Pokéball und einen Köderball, aber... Ja, danke. Yes. Yes. So, du brauchst aber auch einen richtig coolen Namen irgendwie. Es wird tief unter der Erde geboren und kann erst an die Oberfläche, wenn es diese aufgefressen hat. Was? Was? Okay. Ja, möchte ich. Es soll heißen... Jefferson? Jefferson klingt schon cool, oder? Doch, das passt. Das passt zu Lavita. Jefferson. Jefferson. Diesmal auch richtig schreiben. Der kommt nämlich auf jeden Fall ins Team. Damit fliegt Red dann leider erstmal raus. Oh, wunderbar. Wunderbar. So, wie lange ist denn die Route 34? Ist jetzt die Frage. Tipps für Trainer. Tragen jeden Tag neue Bären. Ja, merkt ihr, welche Bären an den Bäumen wachsen? Ja, das ist mir jetzt erstmal relativ wurscht. Ich halte jetzt erstmal meine Pokémon weitestgehend hoch. Zumindest die, die gerade ein bisschen kämpfen mussten. Für den Fall der Fälle. Genau, wunderbar. Hayes kriegt auch gleich noch, auch wenn wir ihn wahrscheinlich dann rausnehmen. Ich meine, er bleibt jetzt noch bis zum Ende des Parts im Team und ab dem nächsten Part nehmen wir dann wahrscheinlich Lavita mit rein, je nachdem wie lang die Route jetzt ist. Hier trainiere ich. Ich werde die Route jetzt wahrscheinlich zu Ende machen, bis wir zur nächsten Stadt kommen. Zum nächsten Pokémon-Center und dann mal schauen. Oh nein, vier Pokémon. Vier Dratinis also, nehme ich an. Okay, aber alle auf Level 7 oder auf schwachem Level, das ist eigentlich annehmbar. Da können wir Coolidge ranlassen. Was ist denn das für ein... Jetzt habe ich aber Glück mit dem Pokémon. Erst Quieke, dann kriege ich Lavita. Das ist ja... Also ja, das ist ja famaus. Ganz famaus, du. Das gefällt mir soweit. Wunderbar. So langsam könnten wir eigentlich schon mal eine Entwicklung irgendwo erleben. Ich weiß gar nicht, wann sich meine Pokémon hier alle entwickeln. Also Coolidge wahrscheinlich eher erst recht spät, aber halt so... Ich glaube, Knofensa müsste sich bald mal entwickeln. Ja, ich glaube, Meryl entwickelt sich sogar bald. So, zu Meryl. Das wäre auch nicht schlecht. Langsam wäre es dann doch schön. So für die dritte Arena. Ich meine, wir sind der dritten Arena auf den Fersen quasi. Wir werden aber noch nicht sofort im nächsten Part in die dritte Arena gehen. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Part erstmal die Stadt soweit erkunden. Und dann werden wir uns darauf den Part ein bisschen vorbereiten und dann vielleicht schon die Arena machen. Mal schauen, wie wir hinkommen. Es kommt jetzt auch drauf an, wie lang diese Route hier noch ist. Vielleicht schaffen wir die Route auch gar nicht in diesem Part mehr. Wenn jetzt noch drei oder vier Trainer hier sein sollten, dann werde ich das verschieben, natürlich. Sollten es jetzt noch ein oder zwei sein, dann machen wir die noch und dann... Und dann haben wir das, ne? So, und noch ein Dratini, das war ja logisch. Alle ein bisschen höher gelevelt, aber macht ja nichts. Coolidge macht die ganz einfach kalt, sozusagen. Der Wickel ist ja läppisch hier. Wunderbar. Da haben wir einfach Lavita bekommen. Das ist doch grandios. Das gefällt mir echt gut. Level 14 für Coolidge. Ja, wunderbar. Guido wurde besiegt. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Was ist nur mit den Tomaten passiert? Können wir uns hier irgendwie vorbeischleichen? Den ganzen Trainern. Boah, ich glaube... Nee, ich mache jetzt noch den Trainer hier unten, dann gehe ich im nächsten Part zurück, also vor dem nächsten Part zurück und treffen uns dann wieder vor dem Trainer. Dann habe ich Lavita im Team und dann passt das. Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Sehen wir mal, wie stark es geworden ist. Ach, das ist die Route mit der Pension sogar? Na gut, dann wäre die... Ja gut. Na, mal schauen. Vielleicht mal noch zwei oder drei Kämpfe und dann schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. So, jetzt brauche ich aber erstmal Cleveland. Cleveland kann auch mal wieder was machen. Gegen Wasser-Pokémon bist du dann doch die beste Wahl, würde ich behaupten.
Gut, Wasserpsycho ist halt so eine Sache, aber gut, der sollte noch nicht großartig Psycho-Attacken können. Von daher, schlag ihn zu Brei. Das könnte auch noch gefährlich werden, Psycho-Pokémon. Gut, wenn wir jetzt Lavita haben, der Biss, das ist okay. Aber halt so ein Fleckmann oder halt ein Lamus später kann echt gefährlich sein, ne? Lashoking. Ui, ui, ui. Na, müssen wir uns noch was überlegen. Ja, brauchen wir auf jeden Fall später eine gute Taktik. Dass das nicht schief geht. Dass das nicht in die Hose geht. Aber gut, Level 16 für Cleveland. Ja, wunderbar. Matthias wurde besiegt. Warum muss es auf diese Weise enden? Ich weiß nicht. Warum nicht? Wenn da oben die Pension ist, dann gehen wir jetzt noch dahin. Ich bin der Pokémon-Experte meiner Klasse. Ja, wunderbar, weil in der Pokémon-Pension müssten wir auch wechseln können. Dann können wir das noch machen. Er hat ohne Lavita, wunderbar. Da können wir mal mit Mary punkten. Haze hat halt auch echt nicht viel zu melden quasi, weil alle Pokémon jetzt halt mittlerweile so ein bisschen irgendwie einen Typ haben, der nicht unbedingt gegen normal anfällig ist. Also es ist ja kein Typ gegen normal anfällig. Und der Giftstachel ist halt so, meh. Meh, nicht wahr? Von daher ist das so eine Sache. Aber gut. Roosevelt, das ist Level 17. Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Den lassen wir also nicht allzu häufig kämpfen, hoffe ich. Aber gut, jetzt halt. Ich hätte jetzt auch Cleveland nochmal reinschicken können, aber wieso? Wieso sollte ich? Das wäre ja doof. Der hat heute schon genug gekämpft. Ich glaube, auf Level 18 entwickelt sich Roosevelt. Nein, es gibt noch bessere Trainer. Ja, in der Tat. Da hast du recht. Ah, hier ist die Pension. Okay. Pension. Wir ziehen deinen Pokémon für dich auf. Genau. Dann können wir hier nämlich mit dem mal kurz quatschen. Ich bin der Pensionsleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Soll ich ein Pokémon aufziehen? Nee, danke. Komm wieder. Hast du jetzt ein Ei oder was? Ich bin die Pensionsleiterin. Kennst du dich mit Eiern aus? Mein Mann und ich haben Pokémon aufgezogen. Wir waren erstaunt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Soll ich eines deiner Pokémon aufziehen? Nein, danke. So, aber das müsste ein PC sein, ne? Ja, okay, wunderbar. Dann kann ich hier im nächsten Part wechseln. Ja, vor dem nächsten Part. Und bis dahin sage ich jetzt aber erstmal Shizukoski, euer Flastivi. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn so, es gibt ein Däumchen nach oben. Lasst ein Abo da und schreibt einen Kommentar. Bis dahin. Bye, bye.